Mich sieht niemand. Ja, der hängt hinten das Preisschild oder so dran. Das dachte ich mir auch gerade, was der an seinem Kopf hinten hat. Aber ich glaube, das ist das Preisschild oder so. Das ist ja jetzt ein bisschen ungünstig. Wer macht denn sowas? Das ist noch ungünstiger jetzt. Jetzt haben wir Chancengleichheit. Hier geht einfach nichts. Ich werde nicht zögern zu schießen. Augen auf Ziel. No! Ich wollte mich gerade verstecken gehen. Okay, wir müssen mit ihr aber noch die Spinne ausrüsten. Teammitglied hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Wurde auch Zeit, ja? Beeilen wir uns. Ausschwärmen, aber Kontakt. Beeilen wir uns. Das ist die mit der anstrengenden Stimme. Weißt du, was wir mit Terroristen machen, Lopez? Ah, langweil mich nicht, indem du das abstreitest. Wir wissen, dass du ein DedSec bist. Denkst du, wir hätten dich zufällig mitgenommen? Also ich kann jetzt einfach warten. Er ist jetzt 30 Minuten im Gefängnis. Aber ich glaube, ich kann ihn auch irgendwie da rausholen, meine ich. Oder ich warte jetzt einfach eine halbe Stunde. Dann kann ich mit ihm wieder spielen. Ganz bestimmt nicht, Mann. Ich find's nur gerade ein bisschen nichts zu sagen. Mühsam, dass ich jetzt alles nochmal machen soll. Das wird kein Spaß für dich werden, denn ich will Informationen. Weil der Rest deiner Zelle. Wo sind sie? Ich will Namen. Alle Orte, mich alles, suchen. Was du hast. Haltet ihr mich für doof? Ich sage euch alles und was passiert dann? Ihr lasst mich gehen? Ich sage nichts. Ich weiß, wie das ausgeht. Oh, das glaube ich nicht. Ich werde dich den Wölfen vorwerfen. Die Kellys haben eine interessante Art, Probleme zu beseitigen. Denkt ihr, ich hätte vor ein paar Gangstern Angst? Oder vor einem Bart in der Themse? Fickt euch! Dafür bist du zu hübsch, Kumpel. Erst werden sie dich verhökern. Für oder ich muss Geld, es jetzt gar nicht mehr machen, weil ich habe ja oben schon ein Häkchen. Dann, wenn sie es bekommen haben, werden sie dich zerstückeln und in der ganzen Stadt verteilen. Was auch immer, ich komme damit klar. Du tust mir fast schon leid. Bringt ihn schon in die verdammte Klinik. Oh, shit. Sie wussten die ganze Zeit, dass er zu DedSec gehört. Das sieht nicht gut für Angel aus. Die Klinik hält sich an die gesetzlichen Öffnungszeiten. Das heißt, jetzt ist geschlossen. Wir müssen Angel auf altmodische Weise finden und ihren CTUS-Hub hacken. Ah, okay, hat funktioniert. Deportationsängste, schreckliche Lebensbedingungen, unerklärtes Verschwinden. Es macht fast den Anschein, als würden die Medien die Lage hier absichtlich ignorieren und lieber... Oh, sieh eine an, Beatrice Stockley, 89, hat ein neues Hobby, Kickboxen. Faszinierend. Wenn das EPC ein typisches Beispiel für menschliche Interaktion ist, dann wäre doch ein gnädiger KI-Overlord schon ein Fortschritt, oder? Max, red nicht so viel, ja? Nick, haltet die Augen offen. Die reden halt wirklich viel in dem Spiel. Aber wir mussten dort jetzt nicht nochmal rein, weil runtergeladen hatten wir es ja noch bekommen. Die Daten. Ich habe eine AR-Rekonstruktion von Angels Untersuchung erstellt. Du kannst sie dir in der Klinik ansehen. Echt spitze. Cool. Ja, aber die Klinik ist doch zu, haben sie gerade gesagt.
kam diese Scheiße wieder? Komm schon. Ich hätte auch eigentlich gern den Koffer da. Ups, Entschuldigung. Hier komme ich nicht rein. Oh, ich kann das von hier aus drehen. Oh. Oh. Ich sehe aber nicht alle Knotenpunkte. Kann ich mich hier reinhacken? Nice. Jetzt kann ich das drehen? Nee. Das hier entsperren, aber da brauchst du erst wieder Energie. Okay. Schafft. Hier ist ja jetzt wohl niemand drin, oder? Ist hier jemand? Das sieht ein bisschen eklig aus hier. Leute, vielleicht kann ich euch helfen. Lasst mich nur raus hier. Standardprozedur, Mr. Lopez. Aber Sie werden in Kürze gehen können. Ah! Fuck, was war das? Die haben ihm was implantiert. Wir müssen näher dran. Das erinnert mich super doll an Detroit Become Human. Die Gesichtserkennung meldet Treffer für beide. Sie gehören zu Mary Kellys kleiner Bande. Also hatte Inspektor Lau recht. Clan Kelly und Albion stecken unter einer Decke. Was für eine eklige Orgie. Konfetti! Mikrochips. Überzogen mit biokompatiblem Glas, um Abstoßung zu verhindern. Sie haben ihm einen verdammten Chip in den Hals gepflanzt. Warum? Zur Verfolgung? Überwachung? Nein, die sind etwas ausgefeilter. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit eine Dosis eines unbekannten Gemischs injiziert wird. Nichts, was man an jeder Ecke kaufen könnte. Ich könnte den Weg, den er genommen hat, rekonstruieren, wenn dich der Ausgang interessiert. Bleib an ihm dran. Vielleicht ist er abgehauen. Wichser! Ihm nach, bevor es passiert! Scheiße! Er haut ab! Los, ihm nach! Shit, sie schließen zu ihm auf. Na los, Angel. Ihr Wichser! Shit, er könnte es schaffen. Ohne Übereinstimmung wird sie uns töten. Nein, keine Sorge. Solange er nicht beschädigt ist, ist alles gut. Die Nachfrage ist hoch beim neuen Netzwerk. Hast wohl recht. Wir intubieren ihn und fahren ihn zur Verbrennungsanlage. Das habe ich nicht erwartet. Der Chip war wohl nicht bloß ein Peilsender. Es musste offenbar aktiviert werden. Das passt mir gar nicht, dass Kelly damit in Verbindung steht, aber wenigstens könnte Angel noch leben. Wir müssen ihn finden und rausfinden, was sie ihm angetan haben. Und was dieser scheiß Mikrochip damit zu tun hat. Ein bisschen zu fortschrittliche Technologie für Mary Kelly und ihren Schlägertrupp, oder? Könnte Mary zu einer fiesen Dark-Web-Hacker-Gruppe gehören, wie zum Beispiel... welche nehme ich denn da? Zero Day? Interessante Theorie, Bagley. Aber schalt deine Untersuchungsalgorithmen mal ab, ja? Angel braucht uns. Die Verbrennungsanlage, die Sie erwähnt haben, ist vermutlich die in Southwark. Sie ist quasi um die Ecke.
Ey, dann, das heißt, wir haben jetzt schon zwei Missionen abgeschlossen. Okay, lass uns mal weggehen hier, dieses... Ein etwas tollkühnes Teammitglied sitzt im Knast. Hinter Gittern geht das mit dem Widerstand schlecht. Wird eine Zeit dauern, bis das wieder geht. Aber ich habe einen Tipp. Warum rekrutierst du nicht einen Anwalt für das Team? Ich weiß, Anwälte mag niemand, aber nützlich sind sie schon. Sie verkürzen zum Beispiel die Haft gefangener Agenten. Bei ihr stand da reden. Ich hab dich rumschnüffeln sehen und ich glaube, ich weiß, wen du suchst. Der arme Bastard ist direkt hier kollabiert. Hast du es gesehen? Was ist passiert? War er am Leben? Er hat gezittert, wie bei Krämpfen. Schaum vom Mund. Aber ich glaube, er hat gelebt. Die Leute von der Klinik haben ihm eine Sauerstoffmaske aufgesetzt und ihn dann mitgenommen. Hätten sie mich beim Zusehen erwischt, hätten sie mich auch mitgenommen. Geh bitte, wir sollten nicht darüber reden. Yo. Ich glaube, das war noch von der Mission davor, oder? Gibt Stimmen, die ich schlimmer finde? Also ich finde ihre Stimme anstrengend hier. Von Ellen. Ich glaube, Ellen hieß sie. Oh, warte mal. Lass mal... noch die Kiste holen. Oh, das geht ja hier gar nicht lang. Okay, das nehme ich. Tada! Kann man die irgendwie wieder mitnehmen? Tatsächlich. Cool. Wo geht's hier lang? In den Kräutergarten. Was ist dieses Symbol da auf der Minimap? Maske. Hier liegt eine Maske oben. Irgendwo über mir. Verdammte Scheiße. Hier ist die Textdatei. Hallo, kann ich die mitnehmen? Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ja, das ist jetzt doof. Eine neue Maske. Okay. Oh, eine Gasmaske. Ich finde es super, dass es keinen Fallschaden oder so gibt. Keine Ahnung, ist kaputt. Textdatei. Nun denn. Vielleicht mache ich diese Nebenbei-Aufgaben da links. Vielleicht mache ich die mal offline. Oder so. Und wir konzentrieren uns im Stream auf die Hauptstory. Oh, ich habe Technikpunkte. Elektrischer Schlag ist schon cool, oder? Spider-Bot mit automatischem Geschütz ist auch nice.
Reduziert erlittenen Schaden für alle Agenten. Das ist auch gut. Wir können uns auch eine neue Waffe holen. Müssen wir uns ja entscheiden. Also ich finde, weniger Schaden ist immer gut. Und wenn wir die hier noch verbessern. Wir können ja auch einen Schalldämpfer nehmen. Schalldämpfer klingt gut. Jetzt sparen wir auf das hier, dass wir weniger Schaden nehmen. Okay. Nächste Mission. Die ist aber echt fit. Ja, die springt einfach vom hohen Turm runter, ne? Es sind einfach immer und überall bewaffnete... Everywhere. Okay. Achso, wir sollen uns ja einen Anwalt noch suchen. Hier haben die Kellys also Angel hingeschleppt. Meine Fresse, armer Schlucker. Komm schon, Kopf hoch, wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Welche Kamera gehört denn? Ja. Du wirst entdeckt. Kann gar nicht sein. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Du machst es nur noch schlimmer. Komm raus, du Arschloch! Ich hab ihn eben noch gesehen. Rücke vor! Hab ja empor geschossen. Dann mal los, komm näher. Sollte vielleicht ein bisschen in Deckung gehen, oder? Ich brauche sofort die Deckung. Weißt du hier nicht? Du es wirklich darauf an? Oh, stell dir einen Schwierigkeiten! Hier! Ich bin festgenagelt! Alles okay, kämpft weiter! Hast du damit zu tun oder schießt du einfach nur, weil du schießen kannst?
Weiß überhaupt nicht, wer gut und wer böse ist. Aber ist egal, es gibt Munition. Da drüben war was. Fang an zu suchen. Polizei. Mir jemand zur Hilfe. Hallo. Ist alleine? Okay, ich glaube, wir sind erstmal alleine. Was ist denn los, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Du wirst nicht glauben, was ich sehe. Fuck. Die verbrennen Leichen. Tote Menschen. Hier kommt eigentlich nie jemand hin. Perfekt, um einen durchzuziehen. Fuck. Kisten mit... Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen. Aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann wird das so gemacht. Gibt es eigentlich Leute, die du rekrutieren musst, weil du die bzw. deren Fähigkeiten für die Story brauchst, oder kannst du wirklich zwischen allen wählen? Also den Bauarbeiter hier, den ich gerade spiele, den musste ich storytechnisch rekrutieren. Ich glaube, wenn wir den rekrutieren müssen, dann sagt uns die Story das. Jetzt gerade eben hieß es ja hier, du könntest dir ja einen Anwalt rekrutieren, weil dann verkürzt es die Gefängniszeit. Ich meine, rein theoretisch kannst du tatsächlich einfach wählen, auf wen du Lust hast. Was ich halt immer noch nicht weiß, ist, wie viele Agenten ich maximal haben darf. Oder ob das unbegrenzt ist. Das weiß ich noch nicht so richtig. Hier ist tatsächlich niemand mehr. Notiz eines Geisterjägers. Das Fenster rein. Irgendjemand sah schon tot aus. Tropfen gehört. Geisterjäger, der einfach Schiss hat. Ey. Auweia. Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Grandios. Einfach grandios. Grandios. Schon wieder müde, Leute, ja. Alle müde. Alle Montagabend. Seine Schürze direkt durchs Bein. Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Wir haben sie gerettet.
du noch. Gut, jetzt komm her. Kurz teabaggen. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Alles okay? Der wollte sie gerade wie einen Braten in Stücke schneiden. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Sekunde. Sind Sie Caitlin Lau? Polizeiinspektorin Caitlin Lau, richtig? Wir haben Ihre Videos gefunden. Sie sind ganz alleine Bloody Mary nachgegangen. Verdammt beeindruckend. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel... Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Ich wünschte, dem wäre so. Ein Freund von uns ist aus dem EPC verschwunden und die Spur führte hierhin, zu diesem Albtraum. Sehen Sie nur all die Menschen. Ich habe schon viel gesehen, aber das... Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Sie sollten sich ausruhen. Ich sag Ihnen was. Wir bringen Sie in Sicherheit. Vorübergehend. Ohne Hintergedanken. Währenddessen finde ich Angel und ihre Dateien. Die klingen wichtig. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Spitze. Wenn das erledigt ist, wird sich Detzek Mary Kelly genauer ansehen. Und wir könnten dabei jede Hilfe gebrauchen. Vorübergehend, okay, ohne Hintergedanken. Jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Vorübergehend, ohne Hintergedanke. Das ist eine Maske. Beginnen mit der Suche! Irgendwo ist hier eine Maske. Die ist nicht in dem Raum. Ich kann auf jeden Fall nicht rennen. Ich werde hier drin warten. Ach, hier kann ich rennen. Danke für die Hilfe. Zusammen sind wir stärker. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clark Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Ich wage mal zu behaupten, dass sich keiner von denen freiwillig als Spender gemeldet hat. Fuck, Mann. Diese armen Schweine. Die sind nicht zu unterscheiden. Bagley, irgendwelche Ideen? Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Das ist wirklich ein bisschen eklig. Negativ. Wie kann irgendwer andere Menschen so behandeln? Wie vielen hat Clan Kelly das angetan? Wir müssen das beenden. Ja, ich wollte... Da kann ich kein Foto machen. Leider muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Oh, fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber hätte nie gedacht, dass Detzek in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für Detzek oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Pack seine Optik weg, verstanden? Das war so nicht geplant. Der andere wurde einfach mit abgelenkt. Als ich den anderen abgelenkt habe. Also, versteht ihr, was ich meine?